Kann das sein? Darf ich im Monat Januar 2025 genau 19.661,25 € brutto dazu verdienen, ohne dass mir meine volle Erwerbsminderungsrente weggenommen wird? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Sie sehen es im Hintergrund. Ja, meine Damen und Herren, eine ganz, ganz spannende Frage, die uns im Zusammenhang mit den neuen Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung erreicht hat. Es geht um die Frage, wie hoch denn der maximale Hinzuverdienst monatlich ist, wenn ich eine Rente wegen voller Erwerbsminderung erhalte. Und dort hat uns der Anfragende mitgeteilt, dass er im Internet auf einer Online-Seite gelesen habe, dass die monatliche Hinzuverdienstgrenze bei 1.638 € läge, ohne dass man die volle Erwerbsminderungsrente dann wegnehmen könnte. Ja, also meine Damen und Herren, das wage ich mal zu bezweifeln. Die 1.638 € gibt es als monatliche Hinzuverdienstgrenze bei Renten wegen voller Erwerbsminderung grundsätzlich nicht. Und Sie werden jetzt staunen, wenn ich Ihnen sage, ja, Sie können im Monat Januar 2025, wenn Sie genau ab diesem Monat auch eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, genau diese 19.661,25 € brutto dazu verdienen, ohne dass Ihnen die volle Erwerbsminderungsrente weggenommen wird oder die volle Erwerbsminderungsrente oder anders ausgedrückt, ohne dass dieser Hinzuverdienst an die volle Erwerbsminderungsrente angerechnet wird. Das setzt aber voraus, meine Damen und Herren, dass Sie in den Monaten Februar bis Dezember 2025 keinen weiteren Verdienst haben. Denn hätten Sie weiteren Verdienst, dann würde sozusagen die Einkommensanrechnung losgehen. Meine Damen und Herren, die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen voller Erwerbsminderungsrente sind immer Jahresverdienste. Sie sind niemals Monatsverdienste. Das heißt also, Sie können zum Beispiel bei einem anrechnungsfreien Hinzuverdienst von 19.661,25 € Bruttoeinkommen, entweder Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus selbstständiger Tätigkeit, das ist der Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit, können Sie zum Beispiel sagen, ich verdiene im Februar 2025 5.000 €, ich verdiene im Juni 5.000 €, ich verdiene im September 5.000 € und im Dezember kriege ich nochmal 4.661,25 €. Also genau diese 19.661,25 € Hinzuverdienstgrenze. Und dann sind Sie in dem entsprechend vorgesehenen gesetzlichen Rahmen. Meine Damen und Herren, von dem, was ich jetzt hier gesprochen habe, das hat erstmal grundsätzlich nichts damit zu tun, in wie vielen Stunden Sie diesen Verdienst erwirtschaften. Das sei erstmal völlig dahingestellt. Der Gesetzgeber sagt klipp und klar, hast du, lieber EM-Rentner, mit einer vollen Erwerbsminderung einen Bruttojahresverdienst von 19.661,25 € gültig wahrscheinlich ab 1. Januar 2025, dann rechnen wir dir diesen Bruttoverdienst nicht an deine volle Erwerbsminderungsrente an. Das gilt, diese Hinzuverdienstgrenze in dieser Höhe, die ich genannt habe, die gilt aber nicht nur, wenn Sie Ihre EM-Rente ab 1. Januar beziehen, erstmals, sondern wenn Sie zum Beispiel erstmals Ihre Rente ab 1.8.2025 beziehen, dann würde sozusagen auch diese Hinzuverdienstgrenze von 19.661,25 € in der Jahresbetrachtung vom 1.8. bis zum 31.12. für Sie gelten. Das, was Sie davor verdient haben, vom 1. Januar bis zum 31.07.2025, ist in der Betrachtung der Anrechnung an den als Hinzuverdienst bei einer EM-Rente völlig wurscht, weil Sie zu diesem Zeitpunkt nämlich noch gar keine EM-Rente bezogen haben. Ja, also meine Damen und Herren, es ist theoretisch ohne Probleme möglich, dass Sie nur in einem einzigen Monat so viel hinzuverdienen, dass Sie die
das Maximum am anrechnungsfreien Hinzuverdienst in diesem Monat haben, ohne dass man ihnen die volle Erwerbsminderungsrente sozusagen kürzt. Ich spreche hier bitte nicht davon wegnehmen, das wäre falsch. Weggenommen werden kann ihnen die Erwerbsminderungsrente nur dann, wenn sie nicht mehr voll erwerbsgemindert sind, sie also eine Arbeitsfähigkeit haben, die eben höher als oder mindestens 3 und mehr Stunden dann beträgt. Bleiben Sie weiterhin unter den sogenannten, unter den 3 Stunden, verbleibt es bei voller Erwerbsminderung. Näheres zu diesem Thema, wie immer, auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.